So, Leute. Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Hitman 2. Nach der letzten Infiltration der gefährlichsten Gesellschaft der Welt begeben wir uns nun nach Mumbai. Das liegt in Indien, ne? Ja, Indien. Wo gefährliche Turbanträger die Sicherheit der Weltordnung stören. Good evening, 47. So. The militia has released a hostage tape, outing the existence of Providence to the world. The Maelstrom's connection to Grey is unknown. But we believe it was he who carried out the audacious killing of a Providence CEO in Shanghai, along with two reactivated members of his old pirate gang. Vanya Shah, a shady figure in Mumbai's criminal underworld, and Darwood Rangan. The elusive Maelstrom appears to have vanished into the seedy underbelly of Mumbai, the cradle of his criminal legend, and no one knows his whereabouts or what he currently looks like. I shall leave you to prepare. Wir müssen irgendwelche Piraten, indische Piraten, aufhalten. Also, warum wurde mir jetzt nicht so... Also, die sorgen für Probleme. Und ich bin dafür da, Probleme fachgerecht zu entsorgen. Das ist einmal die Vanya Shah, denn der... Und der Geist. Dafür ziehen wir uns fachgerecht an. Knarre, schöne Klavierseite nehmen wir mit. Nö, wir nehmen mal den Fisch mit. Schwierigkeit Profi, wie immer. Gehen wir rein. One of the most densely populated cities in the world. Home to more than 12 million people, the elusive Maelstrom knows the city like the back of his own hand. Locating him will be a considerable challenge. Darwood Rangan will be easy to find in his half-finished tower, wrapping up his new film called Mumbai Hero, while Vanya Shah has ensconced herself in the overgrown remains of an old train yard. So choose your approach carefully. Okay, alles klar. Also heute begeben wir uns echt ins Chaos. Ihr habt euch diese Mission gewünscht. Ihr habt abgestimmt beim letzten Video. Ich glaube, heute ist echt krass dicht. Mumbai, krasse Stadt, hat die Troller gerade erzählt. Wir schauen mal, wo unsere Ziele sind. Es sind wieder drei. Und ich glaube, als erstes gehen wir dahin, wo der Film gedreht wird. Ja gut, dann gehen wir mal rein. Oh, da ist was. 47. The street gang known as the Crows are on high alert. They seem to be on the lookout for potential assassins and will be suspicious of anyone they don't recognize. Verstehe, also die Crows sind so die ehemalige Bande von den drei Leuten. Was geht hier? Abgelaufene Dose. Nehmen wir mit. Okay, hier wird es leerer. Nee, Ölleck. Schade, ich dachte, ich kann das fahren. Oh Leute, hier kann ich durch. Unbefugtes Betreten. Oh, die erkennen mich alle. Ja. Den muss ich, glaube ich, herlocken. Mit einer Münze. Ich könnte mich auch durchschleichen. Das ginge auch. Aber ich will hier mich eigentlich auch ein bisschen unbesorgt. Oh, jetzt guckt nur er, oder? Nee, doch nicht. So, Backfisch. So. So, Security. Sieht mich hier wer? Ich hoffe nicht. Ja, die Kiste sieht gut aus. Très bien. Hey, Ramjan. Hier ist alles gut. Ich sollte damit aufhören, oder? Ich sollte damit aufhören. Hammer, nehmen wir mal mit. Ja, ich glaube, ich gehe dahin jetzt einfach mal die Treppe hoch. Ich hoffe, ich darf hier hoch. Oh, hier ist eine Überwachungskamera. Ja, von der lasse ich mich mal nicht abscannen. Okay, sieht gut aus. Hier sind Leute. Aber die entdecken mich nicht. Also, es ist fein. Was haben die hier besprochen? Die planen einen Stunt. Zu starke Windmaschine. Einer der Filmtechniker musste die Steuerkonsole der großen Windmaschine auf dem Set hacken. Sie hatte ein viel zu starkes Gebläse für das kleine Set und hätte auf der höchsten Stufe alles vom Dach gepustet. Okay, here we go. Das ist die Windmaschine. Junge, die werden hier komplett runtergeballert. Okay, was haben wir hier noch? Ein Bild von dem Maelstrom. Dann nehmen wir mal mit. This looks like a very recent picture of the Maelstrom. With this in hand, picking him out in a crowd should be possible. That is Darwood Rangan, producer of mediocre movies and a full-time criminal. His brutality is overshadowed only by his giant ego. Geile KI. Outsmarted. Und die alle so. Hä? Oh, fuck. Was ist los? Okay, ich hab sie doch nicht outsmarted. So. Okay, da ist eine Wache. Darf ich hier hin? Ich schätze, da darf ich nicht hin. Ich könnte ja hier eine Münze runterwerfen. Das checkt er nicht. Das ist halt... Hä? So, und jetzt? Wo ist der gute Fisch? Hä? Alter, verdienst du zu viel? Oh. Ja, oh. Ich komm zu, Fischi. Yes. Klatsch.
Oh, shit! Oh nein! Der rutscht ab! Bruder, warum? Vorsicht! Das passt! 1A! Ah! Da war wer! Oh, fuck! Bruder, halt durch! Okay, haut rein. So, wir gehen erstmal wieder... Wir gehen erstmal wieder ein paar Stockwerke runter. Ich habe das Gefühl, wir sind ja auf einer falschen Fährte. Ich gehe nochmal zurück zu den Technikern. Ich werde mich einfach mal als einer von denen verkleiden. Oh, was jetzt? Hallo. The production of Mumbai Hero is coming to a close. Lead actress Charisma Hassan has refused to do a kissing scene with Rangan and has got rid of the script by tossing it down an elevator shaft. Also, die Szene, wo diese Windmaschine zum Einsatz kommt, wurde verworfen, weil die Troller, die Rangan küssen soll, die fand es nicht gut und hat das Skript einfach den Schach runtergeworfen. Okay, das holen wir einfach wieder und geben das dem Regisseur, würde ich sagen. Verkleiden sich als einer der Bollywood-Filmcrew. Siehste? Shit. Nein, 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 nein. So, ich bin jetzt Teil der Filmcrew. Da habe ich das Skript. Sehr gut. So, dann einmal das Drehbuch. The script? You found it. Thank you so much. Not a problem. Listen, the scene needs the fan to be running. Run over and man it, will you? Right before the scene starts, I'll signal to you to turn it on. Just make sure the safety is on and you don't go above the indicator. Ja, ja, Sicherung, klar. Let's get this show on the road. Start the fan. Okay. Was sagt die? Noch mehr Wind? Okay. Tschüss. Howard Rangan is confirmed killed. Oh shit, oh shit. What a terrible, terrible accident. So, das war Nummer 1. Jetzt eliminieren wir Vanya Shah. Ach, warte mal, da war doch so ein Foto, was ich nicht mitnehmen konnte, weil die mich geschnappt haben. Das würde ich nochmal mitnehmen. Machen wir mal hier Wasser an. So, dann geht einer weg. Dann brauche ich noch eine Münze. Am besten guckst du mich nicht an. So, ja, 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 ja. This looks like a very recent picture of the maelstrom. Okay, ich hau rein. So gut, jetzt haben wir die Karte, das Foto, wo seine Visage drauf ist. Was gut ist, weil wir sehen ja links, hoppala. Finden Sie mal, schauen Sie sich Leute um, in und um die Slums an. Weil wir haben jetzt das Foto. Aber wir gehen jetzt erstmal zu Vanya Shah. 47, our intel suggests the maelstrom is hiding somewhere in the city slums. That man there. He resembles the maelstrom. Try to get close to him for a visual ID. Okay. Jetzt bin ich ganz nah. That wasn't him. No. Aber weil ich jetzt das Foto habe, kann ich hier Leute abchecken, die so ähnlich aussehen, ja? Ah, war er nicht ganz. Okay, aber wir nähern uns der Troller mal. Oh, lol, die sind hier überall, die Turban-Boys. Was ist das denn? Wish me luck, did you have any luck? No. That tailor is impossible. I explained to his employee that Miss Shah wants to meet with him, but he claimed that the tailor wasn't available. It appears Vanya Shah is in the market for a dress fit for a queen. She's sent after a local tailor, but for some reason the man refuses to cooperate. A man of your impeccable taste should be able to fill in perfectly for the tailor. Oh ja, schon, oder? Ja, dann gebe ich mich jetzt als Schneider. Ach, der hat echt gar keinen Bock, ja? Bruder, hallo! So, ich muss hier mal rein, Leute, oder? Hallo! I have to go out for a while. Anyone asks for me, just tell them I'm not here. Oh, ist er süß. Dich muss ich gleich umnatzen. Wie machen wir denn das jetzt? Junge, jetzt geh mal zu irgendeinem abgelegenen Ort, bitte. So, jetzt ist er richtig weit außerhalb. Hier sind einfach weit und breit keine Leute. Ja. 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 Alter, Rentner, ey, jetzt muss ich aber wegmachen. Excellent. Let's find out what kind of dress a woman like Vanya Shah wants. Jetzt machen wir ein richtig schönes Kleid. Ich sag dir, Anfrage an den Schneider. Shah wants a cerulean dress, 47. Perhaps you will be able to source a roll of the right fabric at the local cloth market. Take any of the bundles, please. Just one. Da. Great. Jetzt habe ich den Stoff. Hier bin ich. Did you bring the cloth for Miss Shah? Yes. Not to her. If you want to pass, what the hell do you think you're doing here? Scheiße, ich hab die ganzen Waffen. Darf ich hier mal kurz abwerfen? Easy. So, hat keiner mitbekommen, oder? Just stand still and it'll be over soon. Miss Shah has been dying to meet you. It's not wise to keep her waiting, you know. I won't disappoint her then. Hallöchen. Oh, schön hat es hier. That is Vanya Shah, self-appointed queen of the Mumbai slums. Slumkönigin. Ach, deswegen stehen die da alle, wollen eine Audienz, Allah. Hier ist der Stoff. Amena. Ah, the elusive tailor.
Come with me. I want you to take my measurements while you're here. Smart work, 47. Danke. Teile mich. Relax your back, please, Miss Shaw. Arme. I'll just measure your arms now, Miss Shaw. Turn around, please, Miss Shaw. You've probably... What? Was mache ich denn jetzt? Kill on Vanya Shaw. Excellent work. Ich hab sie in der Hand. Wo tue ich sie hin? Tut mir leid, aber du kriegst mal kurz einen Fisch in die Fresse, Alter. So, ich hau rein, oder? Tschüss, Vanya. Okay, jetzt werde ich mir einfach ein paar Leute anschauen. Hallo. Oh, sie ist tot. Ja, schade. 47. That nose. Those eyes. That is her. That can only be Wazir Kale, the Maelstrom. Identification confirmed. Dann, das ging schnell. Geht er jetzt in sein krasses Versteck? Oh shit, da kommt eine Wache. It's me. It is imperative you notify me as soon as Sarglas Barbershop is open again. This is an excellent source of information, and I want to make sure he understands who he's working for now. Bewaffnete Schläger, die zu einer Straßenbande namens die Crows gehören, haben einen Hügel in den Slums von Mumbai geräumt. Es könnte sich lohnen, dem nachzugehen. Hä? Ist das irgendeine Story-Mission, die ich nebenbei aus Versehen aufgedeckt habe und ich habe es nicht mitbekommen? Auf jeden Fall soll ich jetzt die beiden Typen hier blanko machen. Was mache ich mal? Würde sagen, mit dem Fisch, oder? Any idea why the ball... Moin. Shit. So, vergleich mich mal als Schläger. Geil. Nimm die Waffe. So. Wohin jetzt? Eine gründliche Rasur. Dieser Barbier hat sich in zwielichtige Machenschaften verwickeln lassen. Er könnte im Versteck der Straßenbande, die man die Crows nennt, ein Foto des Maelstroms gesehen haben. Ah, das sind alles Sachen, um dieses Foto zu finden. Okay, also hätte ich jetzt das Foto bei seinem Kollegen noch nicht gefunden, wäre das die Fährte. Ich verstehe. Oh, was ist jetzt hier? Ist das der Barbier? What are you doing? You need to open the shop. People waiting outside already. I can't remember what he looks like. The guy the crows wanted me to provide information. Das ist der Friseur, der sich an der das Foto gesehen hat. Also er hat sich Scheiße eingebrockt und irgendwie kann er es fixen und irgendwas wollen die Wachen von ihm. So, how much do you bench press? Bügeleisen. Hoppala. Oh, alter Bruder. Oh, Rasierklinge, die nehmen wir auch mal mit. Schatz. Ich gehe jetzt nochmal... Ja, du weißt schon. Ja, ich leg die Waffe mal hier draußen hin. Okay. Oh, shit. Das hast du jetzt selbst eingebrockt. So, adjo. All right, 47. We're open for business. We know what the Maelstrom looks like and expect him to show up. Patience and shaving cream is what's on the menu now, 47. Ich glaube, der wollte halt einen Friseur und eine Rasur. Und seine Schläger haben ihn ja arrangiert, also den Friseur, und haben gesagt, hier ist ein Foto von ihm, merke dir, der wird zu dir kommen und rasieren dann. Und das wäre theoretisch die Spur, um das Foto dann wirklich auch zu finden und ihn dann hier und jetzt zu rasieren. Aber heute gegen den Strich, Alter. Maybe later, sir. Nee. I'm afraid not, sir. Nee. Not right now, sir. Alter. Okay, du brauchst eine Rasur. Sorry, aber da muss die Mission warten. Excellent work, Mr. Saga. Das ist aber ein anderer Mensch. Da ist er. Hallöchen. Zufälligerweise habe ich einen Platz frei. Thank you, my friend. You have an important task ahead of you, have you not? I sense that about you. Ja, dich gegen den Strich rasieren. So. The infamous Maelstrom is dead. So. Verkleiden. So, ab zum Ausgang. Mit der Rikscha. Ja, ideal. Ja, 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 ja. Schnell, schnell, schnell. So. Geil.